Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde Shot Online. Heute wieder mit dem Chris. Servus. Ja, wir sind in unserer zweiten Aufnahmesession. Heute geht's uns an den Kragen und den Normalkursen. Oh, mal gucken, wie wir uns da schlagen. Es sollte mehr XP geben, es sollte aber auch um ein bisschen schwerer werden. Ah, wollen wir mal gucken. Aber das hier ist ja jetzt noch einer der leichtesten Normalkurse. Das sollte funktionieren, hoffen wir mal. Ja, fangen wir mal direkt mit einem Rechtszug an und ab ins... Ja, rough. War klar. Der erste Schlag des Tages. So. Ja, wir wissen immer noch nicht, wie gut jetzt dieses Format, nenne ich mal, ankommt. Ich komme mit. Nee, du oder? Nicht. Du bist zu schlecht, um in Schwaff zu spielen. Traust dich nicht, du Memme. Ja, klar. Fairway. Heute geht der erste Part online. Mal gucken, wie ihr darauf reagiert, ob ihr Bock dazu habt. Und wenn nicht, würde ich sagen, gelitten. Wir machen nämlich weiter. Wir quälen die Community weiter. So ungefähr. Immer durch. Ach du Scheiße. Rough, bergauf, aua. Hast ein bisschen Rückenwind. Aber ich glaube nicht, dass das allzu viel bringen wird. 5% vielleicht, wenn überhaupt. Und Bunker. Ich sehe schon kommen. Oh, fast hat linke Fairway genommen. Green. Ja. So, mal gucken. Was machst du? Du bist so langsam. Die Parts werden zu lang. Du mich auch. Zu kurz. Naja. Der geht. Oh, vor grün. Vor grün. Los! Nix da. Hast du Glück. Nix da! On green. Der weiß, was zu tun ist, sonst mach ich aus dem Würfel. Ja, genau. Oh, ja, da kann schön. Ich mitleben. Da kann ich durchaus mitleben. Nice approach. Birdie chance. Sieht nach einer Kurve aus. Ein bisschen. Oh, der ist gut. Der ist langsam. Schade. Nicht genug Kurve. For par. Ist richtig. Boah, fast 5000 XP. For par. Okay. Bin hier mal gespannt, was ein Birdie gibt. Ja, so eben. Ja gut, wir haben ja im Moment jede Menge Buffs aktiviert, ne? Ja, ja. Darf man auch nicht vergessen. Alter, 3,1 Meter Rückenwind. Aber mal gucken, ob ich da eine gescheite Kurve hinkriege. Ich ahne, dass ich jetzt voll in den Bäumen landen werde. ne. Gut. Nice. Da kann ich fast zu kurvig. Sollte Fairway sein. Ja, ja. Achso, ja, ich habe auch nach dem letzten Part noch dann den Sieg für mich eingetragen und in der Auflistung der Kurse habe ich die Random-Kurse wieder rausgenommen. Weil, wenn die ja kein HC haben, brauche ich sie ja auch nicht hier aufzulisten. Fällt mir mal gerade so ein. Für die, falls irgendwem aufgefallen Gott, sein was sollte. Mach ich denn hier?
geht noch. Könnte schlimmer sein. Ja, das Fairway ist zum Glück noch relativ breit. Ja, ich stopp gerade viel zu früh. Fairway. Also, so schnell ist der Schläger gar nicht, wie ich manchmal stoppen will. Ein bisschen bergauf, okay. Dann schauen wir doch mal, ob der Wind halbwegs greift oder nicht. Ah, der sollte eigentlich ein bisschen weiter gehen, aber okay. Nein, wir sind green, ne? Ja, aber auf. On green. Wie weit denn noch weg? So, wollen wir mal gucken. Was das jetzt gibt, wahrscheinlich gar nichts. Im Gegensatz zu Chris habe ich mich nicht warm gespielt. Ist doch keiner von abgehalten. Doch, ich mich selber. Kommt gut. Ding dong. Oh! Ja! Ich glaube, das geht bergauf. Ja, zwar nicht ganz steil. Oh, da erinnere ich mich. Weißt du, woran mich das erinnert? An das eine, war es das Dreierloch vom Rufus, das eine? Schade. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das eine Dreierloch von Rufus, das war doch auch so heftig. Ja, wenn du da daneben gesetzt hast, dann war das auch so, ja. Ja, dahinter, dann hast du da irgendwie, Schade. Ja. Four par. Wie immer. Four pars. Four par. Ah, der war eigentlich gar nicht so schlecht, der Chip gerade. Nee, der war richtig nice. Ganz voller klein. Frontspin und dann 70% wandert. Ja, ein Ticken mehr nach links. Hätte das vielleicht gerade so hinhauen können. Oh, ich mag irgendwie momentan keine Dreierlöcher. Ich bin zu doof, darauf zu treffen. Ich weiß nicht warum. Krieg's nicht auf die Kette. Das soll, und das sind ja eigentlich in Anführungszeichen die leichten Löcher. Beziehungsweise die mit den höheren Chancen, dass du mal ein Hi-Ho oder so machst. Ah, schön. Schade. Ach, hör auf zu rollen, du dumme Murmel. Roll zurück. Aber nicht weit genug. Nee, aber. Nice approach. Er rollt zurück. Ja, da geht's bergab. Ja, noch ein paar, dann bin ich schon wieder Level up. Den XP, die hier gibt. Ja, rechts. Der wird wahrscheinlich zu gut. Oh, welcome to the bunker. Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Der hätte locker bei der Fahne landen müssen. Manchmal ist es mir zu hoch. Okay, Bunker. Na komm. Oh, schade. Schade. Wow. Nice one. Hast du noch Birdie. Alter Schwede. Das ist gut. Ja, war abzusehen. Aber ein Paar ist okay. Ja. Sicheres Paar erstmal. Four par. Jawohl, Level up. Ewi. Four par. Läuft. Level up. Super. Drei Loch, drei Paar. Ist doch okay, der Schnitt. Ich schätze ja. Thank you.
Alter. Der hat er wieder verrissen. Ja, ich hab zum Glück ganz rechts am Fairway den Punkt gehabt. Fairway. Ja, ist aber auch kühl. Also zu nur 21 Grad. Oh, du bist weiter. Fairway. So wär's aber auch. Schämen du dich solltest, junger Padawan. Tu mich auch. Du mich auch. Lochen lieber ein und quatschen viel. Oh, klar. Nice. No. On green. Den kann ich schön wieder ranspielen. Geht ein bisschen bergauf, okay. Vier Buffs aktiviert. Was sind eigentlich? Die Gildenzeit ist wieder aktiviert, ne? Ja. Keine Ahnung, wofür das ist. Das weiß ich bis jetzt noch nicht. Wir können auch erst mit Stufe 30... theoretisch nur Gilde erstellen, die kostet dann aber 30 Millionen. Nice approach. 3 Millionen. Okay. Oh, schönes Green. Geht, hinten raus kommt eine Neigung. Nice. Gut. Boah, nochmal 1000er mehr. 4 Birdie. Schön. Oh, Glückskiste. Ja, heute umgekehrt. Ist ja das erste, ganz cool. Was hat man noch für Buffs? Oh, paar 5. Oh, Sternzeichen Löwe für 18. Oh, ich glaube, den habe ich sogar auch. Da muss ich gleich mal gerade gucken, weil dann können wir den eventuell in der nächsten Runde anlegen. Wenn wir den beide haben. Mal gucken, was das jetzt gibt. Ui! Der war ja fast schon unangenehm, du. Alter Schwede. Fairway. Das waren nur 224 Yards. Ich habe auch einen Löwe. Sternzeichen für 18 Loch. Können wir dann also bei der nächsten Runde anlegen. Mhm. Oh, wetten, ich nehme den Baum mit. Mal gucken. Oh, lässt doch. Nee, doch nicht. Ja, ich weiß aber nicht, ob du... Nee, wenn bin ich weiter weg. Sind die Drives cool. Fairway. Ach, du Hilfe. Ach, du Hilfe. Und dennoch der Wind dabei. Ja, mal gerade einen Schluck trinken. Man dennoch nach rechts verzieht. Oh, das war da mit dem Riesenbaum da hinten. Ja. Fairway. 600 Yards sind schon echt viel bei uns noch, bei unserem momentan. Gut, wir haben ja auch das eine Sternzeichen jetzt nicht mehr, ne? Jetzt fehlen uns schon mal 6 Stärke. Ja, klar. Das macht schon eine Menge aus. Sollte ich zumindest halbwegs um den Baum rumkommen. Hoffen wir. Fairway! Ich will's gar nicht wissen. Boah, jetzt noch immer 250 Yards. Alter Spiel. Yep. Und das 3W zeigt nur 199 an. Ja, weil das Problem ist halt, weil es berghoch geht, ne? Die permanent. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir beim vierten Schlag halbwegs drauf kommen. Sollte hingehen, Fairway. Aber... Ja, aber halt auch so, dass wir dann mit einem Paar abschließen können. Mhm. Alter Schwede.
Das ist aber ganz gemein hier. Mal so rum. Mal gucken, was er jetzt sagt. Ja, da kann ich. Fairway. So, was haben wir jetzt? Bergauf. Nochmal bergauf. Übelst bergauf. 6 Meter. Auf 73 Yards. Das ist eine Menge. Und dann noch 3,4 Meter. Frontseite. Na komm. No risk, no fun. Den nicht. Backspin. Fast am Rande wieder vom Green. Oh Gott. 50 Yards, das war ein Schläger höher mit voller Kraft. Wollen wir mal gucken, was das jetzt gibt. Nice. Ja, so verkehrt war der ja gar nicht. Nice approach. Four par. Oh Gott. Das ist Schlangenlinie. Hui. Er ist nach rechts. Ja, nach vor links, allen Dingen 23 Yards. Ne? Ja. Ja. Komm. Geil. Geiles Ding. Oh Gott, ich will nicht. Und damit tust du mich jetzt aber ganz schön unter Zuchtzwang hier bringen. Ja gut, aber du... Ich bin zwar näher, habe aber glaube ich auch eine scheiß Kurve drin. Four par. Nee, so also gut. Ja. Doch, der geht ja, am gut. Schluss. Schön. Okay. Sportliche Gedankenschwitzung. Oh, ist so warm. Alter, schon wieder gegen den. Wer hat eigentlich einen, diesen Golfkurs sich ausgedacht? Ich weiß es nicht. Permanent berghoch spielen. Das muss ja an einem steilen großen Berg sein, der Kurs. Okay. Alter, das. Der Übergang zwischen Fairway und Rough ist aber ziemlich steil. Ja, der war gar nicht schlecht. Fairway. Oh Gott. Ich versuch mal was. Was jetzt wahrscheinlich ein bisschen wehtun könnte. Okay, unser Caddy hat 50%. Ja. Ah, da habe ich eben schon nachgeguckt. Boah. Okay. Fairway. Ist das unangenehm? Also ich hab's 3B genommen gerade. Aber er ist noch 2 Meter Gegenwind, also. Mein 3B geht ein bisschen weit. Ja, das habe ich das Gefühl auch. Komm, bleib links auf dem Green. Ach, du bist eine dumme Murmel. Wär's besser ein Flummi geworden. Ja. Tut er ja, ne? Ja, zumindest manchmal.
Schön, schön, schön. Ich hab jetzt nice approach. Also ich würde putten, ganz ehrlich. Je nachdem, oder? Ja gut, ich kann bei mir jetzt nicht sehen, wie es green aussieht. Am wenigsten ran putten. Es ist immer noch safe da, als das zu machen. Okay. Schade. Ich sag nichts mehr. Four par. Schönes, sicheres Paar. Ja, kann man mit leben, ne? Ja, auf jeden Fall. Alter, nur Gegenwind. Wesentlich besser. Fairway. Nee. Alter, wir haben schon wieder über 50% XP. Nee, also fast. Nicht. Fast 50. 48 habe ich jetzt. Ich habe 42. Fairway. Mein erstes Paar habe ich schon, die Trophäe. Mein erstes Birdie habe ich auch. Okay. Jetzt spielen wir die Runde No Fun. Oh, der ist ungünstig aufgeprallt. On green. Könnte schlimmer sein. Könnte Bunker sein. Ach toll. Oh, oh. Nice. Schade. Schade. Sehr nice. Ist eine Rechtsneigung in dem. Nice approach. Birdie chance. Birdie chance auf 3. Was denn da rechts? Du schon in 23. 23. Ja, aber da war die Neigung weniger. Huch. Jung. Was? Was? Du verhungerst unterwegs, du witzig. Alter Lucky. Der will mich mobben. Der ist echt auf den letzten Metern gehungert. Alter, du hast heute aber auch mit den hohen Parts, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat es ihn leider verhungern lassen. Den letzten. Ach du je. Na, was gibt das? Ach du Jemine, bleib liegen, du alter Murmel. Und wieder vor Grün. Nee, oh. Sogar raus. Okay. Ja, da ist kein Fairway mehr. Manche haben irgendwie komischerweise Fairway da. Oh Gott, ernsthaft. Also laut meiner Anzeige sollte meiner nicht da hinten ankommen. Okay. Hast du mit dem 3W oder 3I geschlagen? 3I. Ja, ich auch. Mir zeigt er an, dass er da nicht hinten ankommt. Ah. Schade. Ruffy. Aber leider ein Rechtsruck drin. Naja. Nice approach.
Achso, okay. Ja, okay. Schade. Damit dürftest du noch mal dran sein. On green. For par. Okay. Wie safe das? For par. Okay. Oh, ist okay. Oh, letzte Loch schon für den heutigen Part. Sehe ich gerade. Und mit einem Paar 5. Beenden wir den heutigen Part. Ja, toll. Jetzt mal aufpassen, wie viel EP jetzt so ein Loch gibt. Also wie viel Prozent. Ach du Scheiße. Schöne Kurve. Mhm. Respekt. Also ich bin jetzt bei 77%. Fairway! Ah, ich wollte mal gerade was gucken. Ach, Punkte, Karte. Perfect shot! Ja. Ich hab gefunden, was wir gesucht haben gestern. Alt-P. Alt-D. Die ist die Scorekarte. Alt-D, ah! Fairway! Wahrscheinlich wird sich so mancher in der Aufnahme jedes Mal dann den Kopf gerauft haben, wenn er dann das gesehen hat, dass es da ist und wir haben es einfach nicht kapiert. Ja, weißt du warum? Weil wir jetzt doof sind zum Lesen. Wenn du auf Menü gehst... Ja, weiß ich. Darüber habe ich es ja gerade gefunden. Interessante Kurve. Punktlandung. Okay. Fairway. 222 Yards. Schnapszahl. Achso, ich habe immer noch nicht geguckt. Ah, anderthalbfacher XP-Wert. Noch 11 Stunden. Ja, die verbleibenden 28 Löcher. Ja, gut. Also Fairway. Normalerweise würden wir weit, weit weniger XP kriegen. Alter, ja, ja. Bist du so weit gekommen jetzt? Hast du mit dem W geschlagen? Ja. Ah, Mist. Der rollt zu weit. Oh. Ach du Scheiße, da geht's wieder so bergab. Mhm. Dann beende ich den heutigen Part wahrscheinlich mit einem Bogey. So eine leichte Neigung nach oben, okay. Aber wir wollen ja nicht, dass der. Konzentration bei Chris. Ja, besser als meine. Hätte doch ein bisschen mehr Power sein können, okay. Alter, schon wieder. Na komm schon, du alte Murmel. Also wenn da Rough manchmal haut es rein, manchmal nicht. Das ist so Wahnsinn. Ja, gut, darum steht ja auch 77 bis 100%. Das ist eine Zufallsvariante, wie viel er den wegzieht. On green. Ja. Oder ob er den überhaupt was wegzieht. For par. Oh, wei, wei, wei. Also gehe ich mit dem Birdie hier raus. Boogie. Ich wollte gerade sagen Birdie. Hä? Hä? Obwohl. Na komm, Kurve, 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 Kurve! Kurve! Alter!
nice. Nice. Sehr nice. Auf den allerletzten Millimeter. Aber richtig nice. Oh mein Gott, ey. Das war doch mal richtig schön gemacht. Schön. Alles klar, ihr Lieben. Das war's dafür den heutigen Part. Oh, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao. See ya.